So, wir sind zurück und wir fahren Richtung Kresselburg. Und wie zu Beginn immer erstmal die Leute einsteigen lassen. Kasse einschalten und wir müssen rechts rum. Nächster Halt, Einhornweg. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu schnell, das ist mir halt scheißegal. Das ist wiederholt. Ich frage mich, ob ich es schaffe, nochmal die 50 km/h zu erreichen, um den Tempolimit einzuschalten. Ich habe gerade gehört, bei mir kämpfen meine Katzen. So, jetzt ist der Tempolimit an, genau auf die 50. Das ist satt, das ist gut. Relativ voll der Bus. Ich meine, 14 Leute nach 2 Haltestellen, das klingt Nächster doch Halt, wirklich gut. Gunnarplatz. Geradeaus, das gefällt mir. Und links. Oh, solche Kurven sind echt schön. Vor allem die Kantenglättung hier vorne, die ist echt super. Wieder links. Action! Vorne ist eigentlich wieder die nächste Haltestelle. Ich hätte lieber noch keine gehabt, weil dann hätte ich noch ein bisschen fahren können, hätte noch ein bisschen Zeit raushauen können. Ich meine, ich bin wahrscheinlich einer der besten Fahrer hier in diesem Spiel in meiner Stadt. Und links. Und rechts. Nächster Halt. Gellerstraße. Jetzt habe ich mich aufgepasst, bin ich auf über Rot gefahren. Oh. Kreisverkehr. Die haben schon noch gar nicht gesehen. Boah, scheiß Kurve. Oh, meine Hand verkrampft. Ich muss sie mal ein bisschen locker machen. Nicht so hart auf die Tasten drücken. Steigen die jetzt ein? Ah, geht doch. Ah, mach zu. Oh, Scheiße, jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, ich hab's auch gesehen, das macht mich scheiß Dinger weg. Gut. Nächster Halt, Hanseplatz. Boah. Action. Jetzt guckt euch mal diese astreinen Wasseranimationen an. Ja gut, wir sehen uns dann, nachdem er das Stadtgebiet geladen hat. Da sind wir wieder und er hat jetzt auch fertig geladen. Diese, wie ich eben sagen wollte, aber diese Wasseranimationen sind echt endgeil. Richtig endgeil. Mal eben hier was richten. So. Ja, noch drüber.
Aufs Rot. Hätte ich fast gar nicht gesehen, wegen dem roten Haus dahinter. Marina. Ey, ich finde das so scheiße, dass diese Busse so lange brauchen, bis sie endlich mal anfahren. Aber die Steine da in dem Wasser, die sahen jetzt mal gut aus. Davon ist die nächste Haltestelle. Und fam. Und das wurde ganz ordentlich geparkt. Oder gehalten. Naja. Falsch. Ich habe mal letztens geguckt, ob ich, also ich habe letztens mal die Fahrphysik für die Autos eingeschaltet. Also, anfangsweise hatten wir nämlich gar keine Fahrphysik für die Autos. Dann hatte ich sie mal eingeschaltet und die ist ja sowas von scheiße. Ich meine, du fährst um eine Kurve, wie im echten Leben eigentlich, und du rutschst direkt weg, direkt. Du kannst gar nicht um so eine enge Kurve fahren, noch nicht mal mit 20. Du rutschst einfach weg. Das fand ich dann schon ein bisschen dumm. Also habe ich sie derweile wieder ausgeschaltet. Ja, kommt das Ticket. Oh, ich bin müde. Naja, heute nur 5 Stunden Schule. Das ist gut. Kann man viel aufnehmen. Wieder rechts rum. Okay, das zweite Mal wird ein Stadtgebiet gelangt. Wir sehen uns gleich wieder. So, er hat jetzt auch fertig geladen wieder. Wir sind wieder zurück, wo wir eben aufgehört haben. Und fahren dann jetzt rechts rum. Also ich finde das schon ein bisschen unnütz, dass man für, ich meine, man braucht ja nicht zweimal laden für die paar Objekte, die hier stehen. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Okay, das Stadtgebiet wird erneut geladen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hasse mein Leben. So, er hat jetzt auch wieder zu Ende geladen. Und zwar jetzt, oder? Ja, jetzt. So, nach dreimaligem Laden melde ich mich wieder zurück. Also, wie eben angedeutet, ich finde es unnütz. Totaler unnütz. Für die paar Objekte. Für die paar Objekte. Ey, nein. Also, nächstes Mal werde ich nicht wieder Kresselburg fahren. Das sind mir zu viele Ladezeiten. Ich will mehr vom Spiel präsentieren und nicht von den Ladezeiten. Die ich natürlich auch rausschneide. Naja, aber jetzt können wir mal aufhören, über das Spiel zu meckern. Eins ist toll. Es repräsentiert das Leben eines Busfahrers. Das muss scheiße sein. Naja, fast erstmal reingeknallt, Arschloch. Kann ich auch hupen? Wie geht hupen? Scheinwischerfahrzeug, ach egal. What the? War der Wagen gerade unter mir und hat mich dann gerammt? Alter, was sind denn das hier für Bugs? Okay, wieder eine Haltestelle. Und wir haben 2 Minuten voraus. Wir sind 2 Minuten voraus. Trotz Ladezeiten. Tschüss.
Naja. Nächster Halt. Türkwurfstraße. Türkwurfstraße. Aha. Scheiße. Okay, aber ich glaube, wir bekommen die 90%. Ich meine, einmal über Rot gefahren. Obwohl, das könnte doch ein bisschen schwierig werden. Einmal über Rot gefahren, einmal Auto angeblich krampft und einmal hier Sachschaden gegen diesen Pylon gefahren. Gegen diese Pylone gefahren. Boah, Deutsch lässt grüßen. Ja, endlich mehr Objekte. Wobei auch nur die Häuser alle gleich aussehen. Und wenn sie hochdetailliert sind, dann aber auch nur in der Frontpartie. Und wieder eine Haltestelle. Und schon wieder gehen. Ui. Oh, ich bin müde. Ja, steigt da jetzt jemand ein oder nicht? Lol. Kann ich jetzt hier weitermachen oder wie? Hallo? Ich mach mal die Vorderseite auf. Ja, da will doch gar keiner einsteigen, oder? Einer steigen ein, unten rechts zu sehen. Und wo? Hallo? Aktion? Armaturen, Zeichenverkehr, Fahrzeug, zwei Bustieren vielleicht. Nein. Was kann man denn hier noch so? Hier vielleicht Verkehr. Oh, Hupen. Alter, so eine lange Auswahl für das kleine bisschen Hupen. Ich höre jetzt, dass dieser Hurensohn da einsteigt. Alter, kann ich hier. Okay, ich glaube, das bringt nichts mehr. Ich mache dann hier Schluss, weil scheint ja wohl irgendwie so ein Skriptfehler zu sein. Und ich sage tschüss.